Ja, bei mir Heiko Weber, der Kapitän des MSV Tafros. 0:1 verloren, am Ende 0:1 verloren. Würdest du aber trotzdem sagen, dass es aufgrund der Chancen kein unverdienter Sieg ist für Bitburg? Ich denke, es war ein ordentliches Spiel, ein ordentliches Rheinlandligaspiel von zwei guten Mannschaften. Teilweise ein bisschen egalisiert, deswegen keine so Riesenchancen, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Wir hatten kurz bevor das 1-0 fällt auch die 100-prozentige. Wenn wir es da machen, geht es Momentum zu uns. Im Moment ist Bitburg so gut drauf, da geht es halt andersrum und letztendlich dann ja Glückwunsch zum Sieg. Und ja, okay, Glückwunsch. Jetzt habt ihr ja nie offen von Aufstieg oder Relegation gesprochen, aber wenn man darauf gehofft hätte, dann wird es jetzt schon schwierig werden, muss man sagen, jetzt da noch einen der ersten beiden Plätze zu erreichen, oder? Ja, ich denke, mit heute der Niederlage nicht nur sehr schwer, da kann man das fast schon abhaken. Dennoch, wir haben 5 Spiele, wir wollen als Sportler immer das Maximum rausholen. Von daher 5 Spiele, möglichst sind 5 Siege und wir wollen so viele Punkte noch holen, wie es geht. Und dann schauen wir mal, was rauskommt.